Freunde, liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen, Deutschland geht den falschen Weg. Deutschland entscheidet sich falsch. Wir beschäftigen uns heute mit der fünften existenziellen Frage, die Deutschland zu beantworten hat. Und diese Frage lautet: Haben wir eine linksideologische Indoktrination unserer Gesellschaft? In sämtlichen Bereichen des Politischen in Deutschland müssen wieder deutsche Interessen beschrieben werden. Ganz allgemein und die Formulierung der Interessen der werteschaffenden bürgerlichen Milieus im Besonderen. Die linksideologisierte Scheinelite wollte und konnte das nicht leisten, weil sie alles Deutsche hasst und in einem Weltbürgertum aufzugehen wünscht. Die Verteidigung des eigenen, die Bewahrung der nationalen Identität hat hohe Priorität. In der Kulturanthropologie nennt man für den Begriff Heimat die Trinität von Gemeinschaft, Raum und Traditionen. Und genau diese Bewahrung der Trinität ist gemäß der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen ein unveräußerliches Grundrechtsgut. Wir müssen also erkennen, wer unsere Gegner sind. Und es sind die Linken in ihren jeweiligen neuen zeitgeistigen Kleidern. Wir erleben seit nunmehr 70 Jahren eine geplante und unerbittlich geführte Dekonstruktion unseres nationalen und kulturellen Erbes und damit auch einhergehend unserer nationalen Identität. Sie versuchen, die Schaffung einer neuen Gesellschaft möglich zu machen. Und diese Dekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft verlief in aufeinanderfolgenden, sich jeweils ablösenden, chronologisch ganz genau nachvollziehbaren Schritten. Der erste Schritt war die Re-Education unmittelbar nach dem Krieg, auch Umerziehung, die so 1945 startete. Diese Re-Education war ursprünglich ein Instrument der psychologischen Kriegsführung. Es sollte die Tradition, die Sprache, die Kultur in Deutschland zerstört werden. Auch durch ein immerwährendes Schuldanerkenntnis und dies, und das ist zutiefst unmenschlich, auch generationenübergreifend. Die Frankfurter Schule, die dann diese Re-Education ergänzte, die so ungefähr ab 1955 startete, war eine Einrichtung zur Theorieentwicklung der neomarxistischen Ideologie. Besonders im Blick dieser Frankfurter Schule war das Ziel die Auslöschung der christlich-abendländischen Basierung unserer Gesellschaft und unserer nationalen Identität. Also den wertegebenden Fundamenten unserer Gesellschaft. Das Ziel war die Schaffung einer neomarxistischen neuen Gesellschaft. Ganz besonders interessant in diesem Zusammenhang ist, diese Frankfurter Schule sprach immer vom herrschaftsfreien Diskurs, der aber, wenn Widerworte erklangen, sehr schnell zur diskursfreien Herrschaft mutierte. Die marxistische Kulturrevolution der 68er schloss sich an diese Frankfurter Schule unmittelbar an. Und wir erleben hier die reale Umsetzung der theoretisch formulierten Ansätze der Frankfurter Schule, eines Horkheimers, eines Adornos, eines Fromms, eines Habermas. Die 68er machten sich auf zum Marsch durch die Institutionen. Sie erkannten, dass es sehr wichtig ist, dass man strategisch wichtige Positionen im System sozusagen als Multiplikatoren im öffentlichen Raum zu besetzen hatte. Demzufolge sind sie Hochschulprofessoren geworden und machten in den Hochschulen und Schulen die Katheder zu den Agitationszentren ihrer Ideologie. Pastoren sind die 68er geworden. Sie besetzten die Kirchenkanzeln und predigten von dort vom Heil der neuen Gesellschaft. Sie waren derart ideologisiert, dass heute die evangelische Kirche
zu nichts anderem mehr taugt als eine politische Vorfeldorganisation der Roten und der Grünen zu sein. Von der Verkündung der frohen Botschaft des Christentums ist hier kaum noch etwas geblieben. Sie wurden auch Richter, sie wurden Schauspieler, sie wurden Journalisten. Angeschlossen dieser 68er-Bewegung war dann die grün-ökologisch-alternative feministische Bewegung, so etwa ab 1980. Schlagworte sind Diskursraumverengung, also man darf nur das besprechen, was sozusagen vorgegeben ist, die tantenhafte Ermahnungssprache. Toleranz wird nur denjenigen gegenüber gewährt, der sich der gleichen Meinung unterwirft. Jemand, der sich der Meinung nicht unterwirft, der wird aus dem Diskursraum weggeschickt. Sie sagten, ich rette die Welt, mache die Menschen zu guten Menschen und zu besseren Menschen, allerdings immer mit dem Geld anderer Leute. Die eine Hälfte dieser links ideologisierten Roten und Grünen arbeiten beim Staat, die andere Hälfte lebt von diesem Staat. Sie tragen alles mit, was die wirklich werteschaffenden Bürger fiskalisch ausbeutet und enteignet. Und auch gerne dabei sind, diese Bürger ihrer Lebenswirklichkeit zu entfremden. Wir hatten dann die multikulturelle Bewegung und Bekehrung ab 1990. Milton Friedman, ein Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler, sagt, ein Staat kann ein Sozialstaat sein. Punkt. Ein Staat kann offene Grenzen haben. Punkt. Aber niemals kann ein Staat offene Grenzen haben und ein Sozialsystem haben. Denn ein Sozialsystem wird in einem solchen Staat, der offene Grenzen hat, sehr schnell unheilbar, finanziell zerrüttet und nicht mehr finanzierbar. Man redet uns ein multikulturelles Deutschland wäre bunt. Nein, die Lüge könnte gar nicht größer sein. Multikulti ist trist, denn die Bereicherung ist zu 80% eine muslimische Bereicherung. Ein Islam mit Koran, mit Scharia, der seine Herkunftskultur für wertvoller hält als die Kultur der aufnehmenden Gesellschaft. Und so entsteht eine veritable Gegenkultur, die irgendwann, vermutlich recht zeitnah, mit unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung in Kollision geraten wird. Wir hatten dann so in etwa ab dem Jahre 2000 die Bewegung des Gender Mainstreamings. Auch hier der Versuch, überkommene, tradierte, gesellschaftliche Übereinkünfte zu unterminieren. Ursprünglich war diese Denkhaltung gedacht zur Sicherstellung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Eine vernünftige Vorgehensweise. Aber aus Gleichberechtigung wurde dann ganz schnell Gleichstellung und so wurde diese Ideologie dazu benutzt, die ehemalige Bastion, Familie, die ja den Kern einer jeden Gesellschaft bildet, zu untergraben. Warum hat denn Helmut Kohl bereits im Jahre 1981 von der so dringend notwendig geistig-moralischen Wende gesprochen? Ganz sicherlich hatte er erkannt, dass die langsame, aber stetige Diffusion des linken, sozialistischen und kollektivistischen Zeitgeistes in die Architektur unseres Staatswesens und in die Seelen unserer Bürger existenzbedrohende und irreversibel erscheinende Zersetzungsprozesse auszulösen vermag. Gemacht allerdings im Sinne einer Gegensteuerung und einer konservativen Offensive hat er nichts. Aber wir müssen diese 70 Jahre währende linksideologische Indoktrination in unserem Land überwinden, wenn wir ein zukunftsorientiertes und sich selbst behauptendes Deutschland erhalten wollen. Beim nächsten Mal, meine Damen und Herren, wollen wir dann uns die sechste der 8 existenziellen Fragen stellen, die Deutschland zu beantworten hat. Und diese Frage lautet: Wollen wir eine rationale Energiepolitik
der linksgrünen Gefühls- und Gefälligkeitspolitik opfern. Damit soll es für heute ein Bewenden haben. Morgen ist ein neuer Tag. Und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht, Deutschland!